Entdecken Sie Ihre Leidenschaft für Herausforderungen und erleben Sie Fahrspaß voller Kraft und Eleganz. Autohaus Allgäu, Ihr autorisierter Mercedes-Benz-Partner in Kempten, Kaufbeuren und Immenstadt. Willkommen zu einer neuen Woche bei TV Allgäu Nachrichten. Schön, dass Sie mit dabei sind. Hier sind einige der Themen, die wir heute für Sie vorbereitet haben. Sanierung dringend benötigt. Grundschule Worringen wartet verzweifelt auf Finanzmittel. 26. Jazzfrühling startet. 100 Veranstaltungen auf 40 Bühnen versprechen musikalische Highlights in Kempten. Und Freeski-Event geht zu Ende. Nine Nights, Ski-Event in Oberstdorf begeistert das Publikum. Über 90 Geschäfte, Cafés und Restaurants. Über 1000 Parkplätze. Montag bis Samstag bis 20 Uhr geöffnet. Darum ins Forum. Forum Allgäu, mitten in Kempten. In Sachen Schulbildung darf niemand zurückgelassen werden. Das hat der bayerische Ministerpräsident Horst Seehofer letzte Woche bei einem Besuch in einer Kemptener Hauptschule gesagt. Egal ob in Berlin oder München, überall hört man momentan das Stichwort Bildung. Die Politik will sie pushen, fördern und für alle im gleichen Maße zugänglich machen. Politik ist entscheidend für die Zukunft Deutschlands, wichtig für die Wirtschaft, für die Integration und. Von einer angekündigten Offensive könnte man sprechen, doch leider müssen Worten nicht zwangsläufig auch immer Taten folgen. Besonders bitter bekommt diese Tatsache momentan die Gemeinde Worringen bei Memmingen zu spüren. Denn die dortige Grundschule, immerhin rund 160 Schüler stark, bräuchte dringend eine Generalsanierung, bekommt sie aber nicht. Hier kann vermutlich nur noch der Herrgott helfen. Das, was von außen noch ganz ordentlich aussieht, entpuppt sich bei genauerem Hinsehen aber als Katastrophe. Normaler Unterricht ist an der 1972 erbauten Grundschule in Worringen nur noch durch den Einsatz der Lehrer und durch die Leidensfähigkeit der Schüler möglich. Das Problem? Das Schulhaus ist dringend sanierungsbedürftig, wie der amtierende Bürgermeister der Gemeinde Volker Müller seit Jahren feststellen muss. Hauptprobleme sind Fenster, Heizung, Außendämmung und dann natürlich viele Kleinigkeiten, die man jetzt in den letzten Jahren nicht mehr gemacht hat, weil man immer davon ausgegangen ist, dass die Schule saniert wird. Am problematischsten ist hier das Thema Heizung. Knapp 40 Jahre hat die mittlerweile auf dem Buckel und müsste dringend ersetzt werden. Denn statt wie beabsichtigt ihren Dienst zu tun, hat das Monstrum im Keller mittlerweile schon fast ein Eigenleben entwickelt. Das ist eine elektrische Speicherheizung, die die Wärme meistens dann abgibt, wenn es warm ist. Sie speichert es halt, wenn es kalt ist und gibt es ab, wenn es warm ist. Also wir haben in kalten Tagen hier 9 bis 15 Grad im Klassenzimmer. Und wenn dann die Sonne so richtig reinscheint, dann sind wir dann bei 30 bis 35 Grad. Also es ist schon vorgekommen, dass Kinder im Klassenzimmer saßen, unterm Tisch eine Schüssel mit Wasser hatten, wo sie die Füße drin hatten. Bereits Mitte des letzten Jahres hatte man sich in Sachen Grundschule händeringend an die Regierung von Schwaben gewandt. Aus dem Konjunkturpaket der Bundesregierung sei nichts zu holen, hieß es damals. Trotzdem aber hatte Augsburg eine grundsätzliche Förderung der Sanierung bejaht, woraufhin dann fristgerecht alle nötigen Anträge eingereicht wurden. Und dann haben wir ja gewartet und von der Regierung nichts mehr gehört, haben dann jetzt vor 2 oder 3 Wochen bei der Regierung angerufen und da wurde uns dann mitgeteilt, die Schule in Worringen sei nicht dringlich. Also 2010 auf gar keinen Fall, 2011 wahrscheinlich auch nicht. Wir kriegen zwar vielleicht irgendwann Zuschuss, aber wann, wie hoch und ob, kann keiner sagen. Auch hat man hier an der Grundschule nie einen Vertreter der Regierung von Schwaben gesehen. Die Mängel seien nie persönlich inspiziert worden, heißt es aus Worringen. Stattdessen nun muss Müller selbst regelmäßig nach dem Rechten sehen und stellt dabei immer wieder fest, von einer Förderung der Bildung in Bayern merkt man zumindest in Worringen nichts. Ich meine, man hat es ja beim Konjunkturpaket 2 gesehen, es sind sicher auch ein paar Schulen da bedacht worden, aber es sind halt auch ganz andere Dinge gefördert worden, wo ich dann schon die Frage stellen muss, was ist das noch Bildung?
Kann ich nicht beurteilen. Also ich sehe es genauso und darum waren wir auch ziemlich zuversichtlich, da eben Zuschuss zu bekommen, weil es eben um die Bildung geht. Mehr kann ich dazu eigentlich, oder ich könnte schon noch mehr sagen, aber das lasse ich lieber. Worringen selbst hat nun beschlossen, die Grundschule hat oberste Priorität bei künftigen Investitionen. Irgendwie will man das Schulhaus wieder auf Vordermann bringen, soweit das alleine jedenfalls möglich ist. Ansonsten bleibt dem 1890 Seelenort nur eines übrig, weiter auf höheren Beistand hoffen. Traumhaftes Wetter und dazu jede Menge Musik. Diese Kombination lässt im Allgäu nur eine Vermutung zu, der Kempner Jazzfrühling ist da. Auch wenn es heute mal grau und regnerisch war, am Wochenende strahlte die Sonne durchgehend, so wie es sich gehört, für die Eröffnung des 26. Kempner Jazzfrühlings. Auf Besucher und Musiker warten bis zum nächsten Sonntag 100 Veranstaltungen auf 40 Bühnen. Stars und Newcomer sind in der Allgäu-Metropole, wie Anselm Stern und Manfred Fiener berichten. Wo man auch hinschaut, Kempten ist im Jazzfieber. Die Besucher hören 9 Tage lang über 350 Musiker aus 21 Nationen. Vom ganz klassischen Jazz bis hin zu völlig neuen Interpretationen. Vom Topstar bis hin zum absoluten Newcomer. Für alle soll der Kemptner Jazzfrühling auch beim 26. Mal etwas bieten. Jazz ist und bleibt beliebt, weil die meisten Leute, wirklich die meisten, die überhaupt Musik hören, hören auch gerne Jazz. Es ist nur immer eine Frage der Definition. Jeder mag einen Swing, wie hier der Big Band Swing. Jeder mag ein Dixieland, ein Blues, Gospel. Das ist alles aus der Familie des Jazz. Man darf sich es nicht zu einseitig vorstellen. Und dass wir die Vielfalt hier in Kempten anbieten und jeder, wirklich jeder was finden kann, das ist, glaube ich, unser Erfolg. Brassband aus Prag oder diese Big Band auf dem Rathausplatz. Schon bei der Eröffnung am Samstagvormittag wurde deutlich, Vielfalt ist angesagt beim Jazzfrühling. Gehen Sie am besten überall hin, es lohnt sich, verspricht der OB. Sie haben geschrieben, weltoffen und trotzdem natürlich in der Region verankert, hier in Kempten verankert. Ist das das Erfolgsrezept vom Jazzfrühling? Ja, glaub schon. Es sind die großen Namen da, genauso wie die regionale Szene und eben die Kleinode, die es zu entdecken gibt. Und das ist das Geheimnis des Jazzfrühlings. Ein Geheimnis, das zwischen 12.000 und 16.000 Besucher erfahren möchten. Was gefällt Ihnen denn am Kempner Jazzfrühling? Ach ja, erstens einmal ist das schöne Wetter. Ja, und dann die Bands, die spielen. Also ich bin mehr für Swing, also solche Sachen. Und es ist ja hier zugegen und das gefällt mir. Es lohnt sich, wir sind auch nicht aus Kempten, wir kommen also von außerhalb und von daher, wir kamen extra wegen Jazz. Die Stimmung und das Ganze, was da drum ist, mit dem Wetter, klar, passt auch besser. Eigentlich alles, die verschiedenen Kapellen, wo man sich also anhören kann, finde ich gut. Der 26. Kemptner Jazzfrühling läuft, wie gesagt, noch bis zum nächsten Sonntag. Bis dahin gibt's also in der Allgäu-Metropole vor allem eines, ganz viel Musik. Okay, das ist nicht nur, aber wir haben so Anbieter von der Karibik, wir haben auch... Zwei ausgebüxte Pferde samt Kutsche haben am Samstagvormittag in Lechbruck einen Sachschaden von rund 500.000 Euro verursacht. Eine Polizeistreife hatte die entlaufenen Tiere entdeckt und mit Hilfe der Feuerwehr wieder eingefangen. Wie sich herausstellte, waren die Tiere beim Aufsatteln mitsamt der Kutsche durchgegangen und hatten dabei einen PKW, eine Laterne und einen Hydranten beschädigt. Verletzt wurde bei der wilden Kutschfahrt glücklicherweise niemand. Ja, und was es sonst noch an News aus dem Allgäu gibt, das erfahren Sie jetzt.
Die Erlebnisflotte der Bodensee-Schiffsbetriebe macht ihren Ausflug zu einem unvergesslichen Ereignis. Der Bodensee zum Erleben nah. Die Gartenmöbelschau bei Möbelwassermann in Memmingen ist eröffnet. Bei der absoluten Nummer 1 gibt es die riesengroße Show. Wohnen im Grünen. Gartenmöbel aus aller Welt. Das heißt Lust zum Einkaufen, Sehnsucht nach Sommer. Sonne und Möbelwassermann in Memmingen. Die absolute Nummer 1 im Allgäu. Denn wir machen den absoluten Unterschied aus. Ja. In jeder Situation klare Sicht mit der Femto-Sekunden-LASIK. Informieren Sie sich jetzt über diese hochpräzise, vollständig lasergesteuerte Augenbehandlung. Denn Sehschärfe ist Lebensqualität. Hallo? Hallo? It's all about It's all about love. Suchen Sie nicht länger nach einer guten freien Werkstatt. Finden Sie sie. Autofit und Auto. Allgäuer Kfz-Betriebe unter einem Dach. Persönlicher Service aus kompetenten Händen. Nah, schnell, professionell. Achten Sie auf unsere Zeichen. Besser geht's nicht jetzt und hier. Ich vertraue dir. Gesundheit in besten Händen. AOK, die Gesundheitskasse. Die Meldungen vom Montag, den 26. April. Ein Sachschaden in Höhe von rund 150.000 Euro ist heute Nacht bei einem Brand in einem Lindauer Mehrfamilienhaus entstanden. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Zu verdanken ist das einer Katze, die durch Kratzgeräusche einen der Bewohner des Hauses geweckt hatte. Dieser stellte daraufhin eine starke Rauchentwicklung fest. Beim Eintreffen der ersten Einsatz- und Rettungskräfte stand das Dachgeschoss des Mehrfamilienhauses in der Lindauer Münchhofstraße bereits in Flammen. Alle Bewohner konnten unverletzt das Haus verlassen. Auch die Bewohner der Nachbarhäuser wurden evakuiert. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Konkrete Anhaltspunkte für eine Brandstiftung ergaben sich bisher aber noch nicht. Lebensgefährliche Verletzungen hat sich gestern Nachmittag ein 17-jähriger Fahranfänger bei einem Verkehrsunfall bei Markt Oberdorf zugezogen. Im Rahmen des begleitenden Fahrens war der 17-jährige von Bertholdshofen in Richtung Altdorf unterwegs. Auf dem Beifahrersitz saß seine 43-jährige Mutter. Aus bislang nicht geklärter Ursache kam er nach rechts auf das Bankett. Bei dem Versuch gegenzulenken, kam er von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen einen Baum. Dabei zog sich der 17-Jährige lebensgefährliche Verletzungen zu. Seine Mutter wurde bei dem Verkehrsunfall ebenfalls schwer verletzt. Beide wurden mit Rettungshubschraubern in Kliniken eingeliefert. In Kempten ist heute zum Tag des Baumes eine Vogelkirsche gepflanzt worden. Das Kuratorium Baum des Jahres wählte sie zum Baum des Jahres 2010. Die Vogelkirsche, auch als wilde Kirsche bekannt, sei seit Jahrtausenden ein Begleiter der Menschen, so die Begründung. Die Vogelkirsche steht seit mittags am Weg der Bäume in Kempten. Zum siebten Mal oder im siebten Jahr pflanzen wir nun hier auf der Ludwigshöhe entlang dieses wunderschönen Weges den Baum des Jahres, in diesem Jahr die wilde Kirsche oder auch Vogelkirsche genannt. Es ist, glaube ich, mittlerweile ein sehr schöner Brauch geworden, weil man dann auch entlang dieses Weges, den Weg des Baumes, die verschiedenen Arten sehen kann, auch eine kleine Erläuterung dazu hat für jeden Spaziergänger. Schüler der Gustav-Stresemann-Schule unterstützten den Oberbürgermeister bei der Baumpflanzaktion. Die Idee, eine Baumart des Jahres auszurufen, stammt aus dem Jahr 1989. Zwei Jahre später ist das Kuratorium Baum des Jahres gegründet worden. Eine ganze Reihe von Diebstählen hat am Freitag gleich vier Ladendetektive in Kempten auf Trab gehalten. Zunächst versuchten zwei 13-jährige Mädchen in einem Geschäft eine Flasche Wodka zu stehlen. Der Ladendetektiv beobachtete, wie die Jugendlichen das Etikett abrissen und die Flasche in die Tasche steckten.
Obwohl die Mädchen den Wodka daraufhin wieder in das Regal zurückstellten, wurde die Staatsanwaltschaft benachrichtigt. In einem weiteren Geschäft versuchten zwei Männer ebenfalls durch Entfernen der Verpackung einen MP3-Player mitgehen zu lassen. Sowohl der Dieb als auch sein Begleiter, der Schmiere stand, wurden angezeigt. Einem anderen Ladendieb gelang es am Freitag zunächst mit zwei teuren Parfums ein Geschäft zu verlassen. Auch er wurde von einem Ladendetektiv beobachtet, verfolgt und letztendlich gestellt. Nicht anders erging es einer Frau, die einen Geldbeutel stehlen wollte. Auch sie wurde auf frischer Tat ertappt. Der Regionalverband der bayerisch-schwäbischen Fasnachtsvereine hat am Samstag in Sonthofen getagt. Großes Thema der Jahreshaupttagung, die Organisation des Narrensprungs 2011 in Sonthofen zusammen mit örtlichen Faschingsvereinen. Zu dem Großereignis im kommenden Februar werden 5000 Häs und Maskenträger erwartet. Ja, und das waren die aktuellen Meldungen und hier jetzt die Wettervorhersage. Bei jedem Wetter preiswert waschen. Ihr Autowaschpark in Kottern, Sonthofen, Neugablonz und Mindelheim. In der Nacht kann es am Alpenrand noch regnen. Das Wetter beruhigt sich aber bis zum frühen Morgen. Es kühlt auf 9 bis 5 Grad ab. Der Dienstagvormittag bleibt bewölkt. Im Unterland und am Bodensee blitzt aber öfters die Sonne durch. Die Temperaturen liegen bei maximal 14 Grad. Im Lauf des Nachmittags klettert das Thermometer auf bis zu 19 Grad. Es bleibt weitgehend trocken. Im Flachland scheint häufiger die Sonne als am Alpenrand. Am Mittwoch und am Donnerstag ist es unter Hochdruckeinfluss trocken und warm. Am Donnerstag werden Temperaturen jenseits der 20-Grad-Marke erreicht. Erst am Freitag bringt eine Kaltfront Schauer und Gewitter. Mit 11 bis 20 Grad bleibt es jedoch mild. Zum 1. Mai erwartet uns dann ein unfreundlicher und nasskalter Wetterabschnitt. Am Wochenende ist in Oberstdorf das Freeski-Event Nine Nights zu Ende gegangen. Das hat sich in den vergangenen 2 Jahren zu einem der angesehensten Spektakel der Szene entwickelt. Veranstalter ist Nico Zaschek, Deutschlands Vorzeige-Freeski-Fahrer Nummer 1. Auch heuer hat er es wieder geschafft, eine ansehnliche Teilnehmerliste auf die Beine zu stellen. Mit dabei waren unter anderem der Amerikaner Tom Wallisch und Vorjahressieger Henrik Harlaut aus Schweden. Aber auch das deutsche Ausnahmetalent Benil Meyer und der Gunzesrieder Xaver Gehring waren am Start. Die ganze Woche über haben die Athleten gezeigt, was sie können. David Rist und Thomas Kehrer berichten. Ein ganzer Schneeberg wurde für Nico Zascheks Ritterburg angehäuft. Und auf ihr zeigten die Fahrer ihre waghalsigen Sprünge in schwindelerregender Höhe. Auch ein Allgäuer war mit von der Partie, der 19-jährige Xaver Gehring aus Gunzesried. Hier mit einem sogenannten 540 Jesus Christ. An die riesigen Kicker muss man sich auch als Profi erst einmal gewöhnen. Der schwierigste Teil bei dieser Burg ist sicherlich die Anfahrt, weil man extrem hoch am Berg anfährt und dann sehr schnell wird, bevor man auf den Absprung trifft. Das ist wirklich ziemlich furchteinflößend und man braucht eine Weile, um sich daran zu gewöhnen, aber dann ist es perfekt. Auch wenn die Sonne untergeht, kennen die Freeskier kein Ende. Selbst bei Nacht führen sie ihre atemberaubenden Stunts vor. Eine kleine Überraschung war der Gewinner. Das war nicht wie anzunehmen einer der abgebrühten Profis, sondern der Südtiroler Rookie Markus Eder. Ich fühle mich so gut, das kann man nicht beschreiben, das ist so brutal. So ein Gefühl hatte ich noch nie, weil ich habe mir eigentlich wegen der Verletzung habe ich mir nichts vorgenommen. Und jetzt ist sowas rausgekommen und ich bin so gestockt. Das war der geilste Contest, wo ich war. Beste Kicker, den ich je gesprungen bin und der größte noch dazu. So geil.
So fasziniert dürften mit Sicherheit auch die Zuschauer gewesen sein. Mit dem Nine Nights Event am Nebelhorn hat das Allgäu eine Ski-Freestyle-Veranstaltung mit internationaler Klasse. Und die diesjährigen Bilder machen schon jetzt Lust auf mehr. Für den Allgäuer Rennstall Abt ist der Start in die neue DTM-Saison eher mittelmäßig verlaufen. Der Vorjahresmeister Timo Scheider schaffte es am Hockenheimring nur auf den 7. Platz. Ein klein wenig besser schnitt dabei der Abt-Sportsline-Pilot Matthias Ekström ab. Er landete letztlich auf Rang 6. Auch der 21-jährige Spanier Miguel Milosa konnte in seinem ersten DTM-Rennen einen Punkt für die Äbte einfahren und beendete das erste Rennen der Saison auf Platz 8. Martin Tomczyk musste nach einem Reifenschaden aufgeben. Oliver Jarvis, der ebenfalls auf einem Abt-Audi unterwegs ist, schied nach einem Zusammenstoß in der zweiten Runde aus. Auch für die Damen vom Allgäu-Team Sonthofen verlief das Wochenende nicht gerade zufriedenstellend. Beim Tabellenvierten Allianz Volley aus Stuttgart kassierten die Allgäuerinnen eine 1:3 Niederlage. Für den Bundesligisten Sonthofen wird es jetzt allerhöchste Zeit für die Aufholjagd. Sie rangieren momentan auf dem vorletzten Tabellenplatz. Ja, soweit der Sport bei TV Allgäu Nachrichten. Wir machen jetzt eine kurze Verschnaufpause. Danach geht's weiter, unter anderem mit einem neuen Wanderführer für Oberstaufen. Ein Urlaubstag mit Arnold Reisen. Entspannen Sie in wohlig warmen Thermalbädern. Erleben Sie herrliche Landschaften. Bummeln Sie durch wunderschöne Städte oder shoppen Sie nach Herzenslust. Starten Sie zu unvergesslichen Erlebnistouren. Wählen Sie aus über 300 Angeboten Ihr Wunschziel und verbringen Sie einen vergnüglichen Urlaubstag in fröhlicher Gemeinschaft Ihrer Mitreisenden. Arnold Reisen in Dietmannsried. Allgäu-Mail. Die Komplettlösung für Ihre Geschäftspost. Von der Abholung über die Erfassung und Sortierung aller Briefsendungen bis zur Zustellung. Ein persönlicher Ansprechpartner für Ihre gesamte Post. Zuverlässig, flexibel, preiswert. Allgäu-Mail. Ihr Spezialist für Briefzustellungen und Postlogistik. Na, wie schreibt man Rhythmus? Der Duden. Habe ich dir von Weltbild mitgebracht. Toll, danke. Das Standardwerk zum Toppreis. Der aktuellste Duden mit 40% Preisvorteil für nur 12,95. Portofrei bei weltbild.de oder in Ihrer Weltbild-Filiale. So günstig? Nur bei Weltbild. Stein, Wasser, Kunst. Wir bieten Ihnen über 100 Brunnen und Wasserspiele aus Meisterhand in unserer Ausstellung. Brunnencenter Allgäu, Jocham Natursteine in Durach. Natürliche Wärme aus der Luft, der Erde, dem Wasser. Alles Wissenswerte unter www.diewärmepumpenprofis.de. Besser geht's nicht jetzt und hier. Ich vertraue dir. Gesundheit in besten Händen. AOK, die Gesundheitskasse. Das Bürostudio Marti in Kempten ist seit fast einem Jahrzehnt als Objekteinrichter für Firmen erfolgreich. Angefangen hat alles im Jahr 2001 in der Lindauer Straße auf gerade einmal 80 Quadratmetern. 3 Jahre später folgte aus Platzmangel der Umzug in die Kronenstraße. Nun ist das Einrichtungshaus zum Kornhaus umgezogen, und zwar in die Räumlichkeiten der ehemaligen Wohngalerie. Gleichzeitig mit dem Umzug ist auch die Angebotspalette für den Privatgebrauch vergrößert worden. Am Freitag wurde die Eröffnung am Kornhaus gefeiert und meine Kollegen David Rist, Manfred Fiener und Stefan Rasch waren mit dabei. Gut 600 Quadratmeter hat das Bürostudio Marti in den neuen Geschäftsräumen zur Verfügung. Und das ist fast alles Ausstellungsfläche. Auch ein Grund, warum man nun zusätzlich im Wohnbereich punkten möchte. Zur Eröffnung waren die neuen Verkaufsräume dann aber ganz schön schnell voll mit Gästen. Kein Wunder, das Bürostudio Marti hat in den vergangenen 9 Jahren einige der größten Firmen in der Region eingerichtet.
Die sogenannte Objekteinrichtung, also Büroräume, werden aber auch in Zukunft das Hauptaugenmerk des Unternehmens bleiben. Hier hat man sich in der Vergangenheit einen Namen machen können, weiß Geschäftsführer Raffaele Mati. Dennoch kein Grund, sich festzufahren. Es ist so, dass wir eine sehr große Affinität haben zu Wohnaccessoires oder auch zu Wohnmöbeln. Liegt auch sehr nahe, weil wir wirklich sehr schöne Möbel auch im Bürobereich anbieten. Und durch die Historie, dass das Haus seit über 4 Jahrzehnten bekannt ist als Einrichtungshaus, als exklusives, war es naheliegend, dass wir auch in dem Bereich unser Sortiment etwas ausbauen bzw. auch im Wohnaccessoire-Bereich deutlich zulegen. Doch wer bei Mati ein einfaches Möbelhaus erwartet, der liegt vollkommen falsch. Hier wird egal, ob im Büro- oder Privatbereich, Wert auf besondere Exemplare gelegt. Massenware von der Stange sucht man hier vergeblich. Der neueste Trend für Geschäftsräume, die elektronische Tafel für PowerPoint-Präsentationen. Hier kann das Dokument während der Präsentation bearbeitet und verändert werden. Damit all das vor Ort den Kundenwünschen entspricht, sind bei Mati auch Designer und Einrichter beschäftigt. Also bei uns ist es so, wir bieten Komplettlösungen, das heißt aus der Serie, das heißt also wir greifen auf irgendwelche Partner zu, die wir beliefern oder die uns beliefern, aber wir machen auch sehr viel individuelle Lösungen. Also das heißt, ein Kunde hat einen Wunsch oder sagt, ich stelle mir vor, dann kreieren wir etwas durch unsere Designer, durch unsere Planer, stellen das dem Kunden vor und wir bauen ihm das dann mit seinen Materialien in seinen Farben, so wie er das eben will. Bei Mati bekommt man also das Rundum-Sorglos-Paket. Ist die gewünschte Einrichtung gewählt oder selbst gestaltet, braucht sich der Kunde um nichts weiteres mehr zu kümmern. Aber gerade jetzt auf das eher exklusivere Klientel zu setzen, ist das denn rentabel? Wo andere sparen, investieren wir. Es hat auch irgendwo Tradition bei uns im Haus. Also auch als wir vor 6 Jahren in die Kronenstraße gezogen sind, hatten wir auch eine wirtschaftliche Situation, die nicht gerade berauschend war. Und wir haben diese Versetzung unserer Firma in die Kronenstraße auch gemeistert. Und man muss, also ich bin einfach der Meinung, man muss antizyklisch handeln. Wenn man auf der Bremse steht, kommt man nicht voran. Und wir sind eigentlich diejenigen, die eigentlich Visionen haben. Und ich denke, es zahlt sich aus. Ich bin mir auch sicher, dass die Lage hier uns auch voranbringen wird. Und wie der Geschäftsführer selbst sagt, habe man bei Mati mit dem eigenen Stil immer etwas polarisiert. Das war bisher erfolgreich und diese Linie wird man auch im neuen Haus versuchen fortzusetzen. Ja, dass in Oberstaufen die Ökumene gelebt wird, das ist wohl schon mehrfach bewiesen worden. Denkt man nur zurück an die sogenannte Pfarrerwette. Im Sommer 2009 putzten sich nämlich der protestantische und der katholische Pfarrer gegenseitig die Kirche. Jetzt gibt es ein weiteres Gemeinschaftsprojekt. Am Wochenende erschien der Oberstaufener Kapellenführer. Eine Broschüre, in der zahlreiche Wanderwege beschrieben sind, von einer Kapelle oder Kirche zur nächsten. Mehr von Anselm Stern und Manfred Fiener. Du führst mich hinaus ins Weite. So lautet in Anlehnung an Psalm 18 der Titel des neuen Oberstaufener Kapellenführers. Über 29 Kirchen und Kapellen werden beschrieben, und zwar mit den dazugehörigen Wanderungen. Die Touren führen von einem Gotteshaus zum nächsten in und um Oberstaufen herum. Der kürzeste Weg ist 3 Kilometer lang, der längste ist dann tatsächlich ein Marathon, 42 Kilometer. Also es sind 2 Dinge drin. In der Zusammenarbeit mit der UTM vor Ort sind 8 Touren drin. Kapellenwege, die man abwandern kann, die genau beschrieben sind zu den einzelnen Kapellen. Das ist der eine Teil. Und der andere Teil sind natürlich die Kapellen selber, wobei wir darauf geachtet haben, dass jetzt nicht nur eine kunsthistorische Beschreibung der Kapellen drin ist, sondern zu jeder Kapelle gibt es einen Impuls, der das Thema der Kapelle mit aufnimmt und der zum Beispiel eben bei Wanderungen dazu einlädt, sich den einfach mal durchzulesen und hier so ein bisschen geistige Nahrung auch mitzunehmen. Der neue Kapellenführer soll dazu einladen, sich auf den Weg zu machen. Wandern, Kirchen und Kapellen entdecken. Körperliche und geistige Anregung können die Kapellenwege schenken, so die Pfarrer Johannes Netzer und Frank Wagner bei der feierlichen Eröffnung am Samstag. Ein Projekt, das auch die Ökumene in Oberstaufen weiter festigen soll. Das möchten wir beide auch sehr betonen, dass es ein ökumenisches Projekt ist. Es ist zwar ursprünglich mal eine Idee gewesen von uns, aber sehr bald ist die ökumenische Seite nicht nur mit Rat und Tat, sondern auch mit einer Finanzspritze
eingestiegen, die Evangelische Landeskirche Bayern, dadurch, dass wir das heuer diesen ökumenischen Kirchentag haben in München, hat unser Projekt den ökumenischen Kapellenwanderführer mitfinanziert und dafür sind wir sehr dankbar. Erhältlich ist der Oberstaufener Kapellenführer ab sofort bei den Pfarrämtern und im Buchhandel. Das war's für heute. Bis morgen, wenn Sie wollen. Tschüss. Einrichten nach Maß. Modern, hochwertig und mit einer einzigartigen Auswahl an kreativen Wohnideen. Möbelböck in Kempten-St. Mangen.